Jo, hi, zurück zu Sherlock Holmes. Also, ich habe mir mal die ganzen Hinweise angeguckt und vielversprechend war der hier oben, ne? Tödliches Geheimnis. Also, wenn man sagt hier, der Sir Rodney hat ja sozusagen, wollte eine Entdeckung machen oder stand kurz vor einer großen Entdeckung und das führt dann dazu, dass man seine letzte Expedition mal irgendwie nachvollziehen soll. Und das ist hier angedeutet, das kann man halt dann eben machen. Und jetzt gucken wir mal, wo uns das hinführt. Mal eben kurz gucken, wo wir das finden können. Ja, keine Ahnung. Ich würde mal sagen, wir gehen nochmal in die Therme, weil der hat bestimmt irgendwas dort gefunden. Also rein theoretisch könnten wir mal ihn hier fragen, kannst du es mal wegräumen These lassen? paths are becoming sinister. Ja, okay. So, wir wollen da hinten rein, Leute. Räum mal weg den Käse. Könntet ihr das mal freundlicherweise wegräumen? Da muss ich hier noch irgendetwas Those anderes stones weigh finden. tons. We won't move them. It does not matter. If our investigation requires it, we shall ask for them to be removed. Ja komm, es required ist. Müssen wir irgendetwas. Können wir hier noch irgendetwas machen? Scheinbar nicht, ne? Weil ich würde es ja gerne irgendwie mal wegkriegen hier. Okay, geht nicht. Schade eigentlich. So, was passiert denn, wenn ich mir jetzt hier etwas vorstellen könnte oder Super View mache? Bringt auch nichts. Ah, shitty, shit, ey. Hier finden wir auch nichts mehr, ne, oder? Nö. Kann auch nicht durch die Wand fliegen oder oben drüber. Da ist so ein schönes Loch. Nö. Mr. Holmes? All these events are bad for the baths and my job. Okay, lassen Sie mal hier gucken. Hier sehen wir natürlich auch nichts Spezielles. Der Shampoo steht da immer noch, ne? Keine Idee, warum der Shampoo da immer noch steht. Gut, okay, lass uns noch mal reingehen, weil ich habe irgendwie noch so ein Gefühl, dass wir hier was übersehen haben. Nee, nix. Ach, Leute, 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 mir fällt hier nichts mehr ein. Dann steht immer noch der gute Bobby rum. Wie sieht's aus? Holmes? Wollen wir jetzt noch mal hinten Dampf anmachen? Sind ja ganz alleine jetzt. G. Newell and Sons, Steam Specialists, Seattle, WA. With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. Ja, und das ist der Punkt, ne? Weil ich gehe ja mal rum. Ich sehe nicht mal den Hebel. Jetzt auch weg, doch, da ist er ja. Okay, sorry. Es ist de facto sonst hier echt nichts los. Hier müsste jetzt gleich irgendwo der Polizist stehen. Hallöchen. So, und hier drüben ist auch nichts.
Los, den Dampf hier wieder wegmachen. Komm, flup. Okay, also, wir gucken jetzt mal. Okay, dann müssen wir uns in der Baker Street angucken. Sorry, das habe ich natürlich nicht gewusst. Baker Street, flup. On the sofa for the third time today. Well, don't be surprised if Watson sits on you again. Ach so, lass uns mal gucken, was war denn das jetzt, diese Karte? Gucken wir mal hier auf die Karte, ne? Da muss man halt drauf gucken, oder? Oder ist das die andere Karte? Now we have two maps. We must combine them properly. Jo, aber dafür muss ich erstmal ein bisschen hier was bewegen. Also es ist so eine Art Kreuzung mit so einem Weg nach unten, ne? Also eine fette Straße. Das da? Nein, Moment mal. Wie weit kann ich denn hier rüber? Ah, es geht nur ein Stück. Das da sieht doch ganz vielversprechend aus. Watson, pack your bag. We are visiting a location in St. Albans, marked on Sir Rodney's map. Okay. Oh, Ausgrabungsstätte. Gucken wir mal, was steht auf dem Schild. This archaeological site has been abandoned. Why did Bentcliff come here? Tja, das werden wir gleich sehen. So, da ist die erste Hütte. Die ziehen wir uns natürlich gleich mal rein. Was steht da drauf? Man versteht es nicht. This Karte. Is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. Aha, okay. Wir haben hier so Zeug, Statue und so weiter und so fort. Gut. Ah, Dokumente. Okay, alter Verwalter. Ah, Wassereinbruch, alles klar. Rhein-Donau-Linie, alles klar. Mann, Mann, Mann. Gut, jetzt haben wir hier noch ein Regal. Noch mehr unglaubliche Dokumente. Oh, Metallwürfel. Alle mitgenommen. Und die Reports. Okay, die Klinge. Ein Krummsäbel. Ah, Untergrundtempel. Tja, wir haben alles. Ne? Mal kurz gucken. Was steht jetzt hier noch? Untersuchen Sie auch Grabstätte? Okay, welche wichtige Entdeckung Sir Rodney im Begriff zwar zu machen? Das wüsste ich ja natürlich gerne.
So, wir haben hier natürlich, das müssen wir wahrscheinlich im Archiv gucken und das Metallzeug analysieren. Okay, Gussform. Die müssen wir wahrscheinlich zusammenstellen und dann vielleicht irgendetwas draus gießen. Und ich würde meinen Hintern verwetten, dass da irgendein die Mordwaffe rauskommt. Wahrscheinlich können wir das mit dem Silber. Oh. Mit dem Silber verbinden. Das Silber, was wir noch als Klumpen hatten, irgendwann mal. Ich gehe trotzdem mal hier runter. Sieht zwar irgendwie super gefährlich aus, aber was soll's. Das Fresko hat The ein Auge. Cyclops, a one-eyed creature helping Vulcan at the forge. Ja, und der hat. Vulcan, Aha. the god of fire and metalworking. Und kann ich noch was angucken? Nö, ne? Okay, aber ich kann da drüben. Ups, ich kann da drüben rauslaufen. Genau. Das war ja das. Ah, hier ist noch ein Schildchen. I don't need the ropes for now. Jede Wette, dass man da schön runtergehen kann. Ja, komm, lass mich mal runtergehen. Aha. Excavating tools, a bucket, shovel and brush. Okay, wir haben so einen kleinen Spachtel jetzt mitgenommen. I don't need the ropes for now. Aber hier brauche ich die doch. Bitteschön. Kann ich da nicht runter? Oh, Spinnweben. Und da hinten? Auch nicht. Also die Ropes brauche ich jetzt im Moment nicht. Was steht da jetzt noch? Archäologische Schlammtod. Der dritte Area. Okay. Schon verwirrend. Da kommen wir nicht weiter. Also, wenn wir da drauf waren, wie komme ich da runter? Achso, einmal rum und dann runter, ne? Also hier, achso, da ist das mit den Säulen. Das gucke ich mir jetzt erstmal an, eben. It is a statue of Minerva. Minerva. Sonst noch was? Statue of Nakedai und Neptune, the Statue of god of the Neptune. sea. Okay. It is a Stier. broken statue of a bull. Okay, hier noch mal gucken. Was haben wir denn hier alles? Construction hooks. Haken. Kann ich die mitnehmen? Construction hooks. Ja, komm, mit dem Tau ist es auch gut. Lass mal nochmal eben das Bänzel holen. Das wird ja vielleicht jetzt notwendig sein. Kann ich doch die Haken mit dem Zeug I don't verbinden, need oder? the ropes for now. Ja, dann leck mich doch, Mensch. So, wir wollen eigentlich hier unten rein, hatte ich gedacht, ne? Jetzt gehen wir da mal direkt durch. Ne, geht nicht. Wir müssen. Wie hatte ich das denn eben ausbaldowert? Oh, hier runter, okay. So, und wir wollen ja eigentlich da hinten hin. Tja, die Wand This untersuche ich wall mal. was covered with mud recently. What could be hidden here? Ja, komm, wir haben doch dieses Zeug. Genau, Kelle benutzen, das machen wir. Statuen ohne Ende. Haben wir das schon mal gesehen, oder?
Also das ist auf jeden Fall drüben in dem römischen Bad. Okay, und da stehen so Statuen rum, oder was? Hier stehen so Statuen rum, Männchen, Statuen, Statuen. So, komm, das muss reichen, das ist alles super. I can see now. Frigidarium. Ja, also it is located at the Roman Baths in London. Ja, someone genau. Took the time to hide the fresco, but what for? I need to visit this place. Okay, das müssen wir dann halt irgendwie machen. Da muss er einfach irgendwie muss mal jemand den Dreck da wegräumen, ne, der da runtergeknallert ist. Vielleicht macht das ja irgendeiner für uns. So, jetzt waren wir hier schon überall, ne? Da drüben in der Hütte, da waren wir, haben uns hier die Männchen angeguckt. Jetzt geht's mal hier weiter. Hier oben lang. Okay, können wir hier. Oh, this railway is used to remove rubble from the site. Ja, das ist ja okay. Können wir natürlich gucken, aber ich versuche mal, hier können wir nicht weiter, okay. Wir gehen in die Hütte. Im Regal finden wir natürlich wunderbare Notizen. Reports. Artefakte, oh mein Gott, sehr schön. Artefakte sind immer gut. Oh, und noch mehr Dokumente. Ach Leute, Ausgangsstätte untersuchen abgeschlossen. Kann nicht sein, was ist denn das hier? This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. Ah, okay. Und die Skizze sagt, man kann mit der Armbrust the eine Burg einnehmen. Were used with ropes and hooks for sieges. Ach nee, Ropes and Hooks, so ein Zufall. This so, is a reproduction of an ancient Greek crossbow. Ich sag's mal so, ne? Achso, was haben wir hier noch? Irgendwelche coolen Sachen. Also, wir brauchen noch Hooks und. Ah, wo kriegen wir es jetzt her? Ganz da drüben rüber. Die Hooks liegen hier drüben. So, take it now. Take it. Construction Hooks. Alter, Gegenstand von Interesse. Ich weiß das alles. Ich will es jetzt haben, ihr Vögelchen. Okay, ich muss wahrscheinlich erst irgendwie die Armbrust da zusammenzimmern. Alter, Hilfe. Mein Controller. Okay, wieder da. Mal gucken. So, lass mich doch hier runterfallen. Komm, na gut. Ich laufe da drüben rüber. Ja, die Holzstaffel sagt natürlich das Gleiche. This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. Ja, das ist sie doch. Und da drüben wollen wir rüber. Also brauchen wir so eine Armbrust. Und die Armbrust können wir doch hier sicherlich bauen. Ja, jetzt stand der Tür zu machen. The door has been left open. Someone did not care or was in haste. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. Verstehe ich ja. Die würde ich gern zusammenbauen. Muss ich wohl noch ein bisschen was herausfinden, oder? Was sagen wir denn hier? Oha. Verwenden. Okay.
Alter Verwalter, da gibt's ja noch einiges zu machen. Was kann man denn mit den Statuen hier machen? It is a statue of Minerva. Ja. Und du? Neptune, the god of the sea. Kann ich irgendwas machen mit Neptun? Nee. Ich hab was übersehen, denke ich mal, ne? Oder? Ich bin noch hier durchgelaufen, alles gut. Ich schlüsse erst nochmal zurück. Klangmoment mal. Also erstmal gucken, was liegt denn eigentlich hier an? Ja, eigentlich haben wir hier alles gemacht, ne? Das heißt, wir müssen uns jetzt darum kümmern, dass das hier gemacht wird. Also, verwenden. Ja, die stehen da schön. Wir können natürlich erstmal hier hinfahren. Oder wirklich mal... Ja, ich denke mal, Baker Street ist im Moment das Beste, ne? Obwohl, ich kann da zu ihm sagen, hör mal auf damit. Naja, lass mal Baker Street. Okay, mal eben das abgefahrene Zirkusform irgendwie untersuchen, keine Ahnung. There are 12 pieces here. Let's try to gather them. I will count this piece as a starting point. Ach so, okay, jetzt verstehe ich das. What? I will count this piece as a starting point. Ah, so, okay. Also, das hier ist der Anfang. Das heißt, ich brauche da ein Teil. Ah, ich kann alle drehen. Okay, jetzt verstehe ich's. Okay. So, und jetzt kann ich... Ah, jetzt kann ich das drehen. Ah, so, okay. Red Trigger überprüfen. Achso, dann stell es zusammen. Okay, jetzt verstehe ich es. Alle drehen. Halten und vertikal drehen. Egal. So, also. Da muss sozusagen etwas drauf. Also so muss es natürlich erstmal innen aussehen. Wie überprüft man Red Trigger? Okay. Also, dann drehen wir die mal alle. Das ist eine Ecke. Ja, so, da muss das hier auch noch ein paar Mal gedreht werden. Wahrscheinlich so. Vertikal drehen. Verstehe ich jetzt nicht. So, also, und das Ding hier. Okay. Okay, so, und jetzt, das muss allerdings... Oh, scheiße. Ich hab's noch nicht verstanden. Nochmal, wenn ich da drauf drücke, tauschen die? Nee. Also das Ding muss gedreht werden. So, das kann man doch mal ausprobieren, oder? Die passen schon mal zusammen. Ich drehe das Ganze und tausche das und das. Ah ja. Ich prüfe nochmal. Also die beiden passen schon mal zusammen. So, das Ding hier drehe ich.
weiß nicht, ob das jetzt auch noch nicht passt. Ja, genau. Das muss auf jeden Fall nochmal gedreht werden. Das passt ja immer noch gar nicht. Wenn wir die jetzt nochmal tauschen, den hier und den hier. Dann muss ich drehen, den hier drehen. Verstehe ich ja, aber so richtig klappen tut das ja noch nicht. Warum passt der hier jetzt noch nicht? Weil das dreieckig ist, das muss dreieckig da reinpassen. Das könnte doch wohl passen, der hier. Tut er aber nicht. So, was mit denen hier? Nur die beiden passen. Left, ach, Left Button halten und vertikal drehen. Oh shit, okay, habe ich natürlich wieder mal nicht gerafft. Achso, den ganzen Killifiz hier vertikal drehen. Das da ist natürlich das falsche Ding für den, aber da Dreieck passt da drüben rein. Das passt doch hier. Warum passt denn das Ding hier noch nicht? Wir drehen das mal, sodass das ein Teil wird. So, passt das vielleicht so? Ich kann jetzt aber auch nicht irgendwie... Drehen die jetzt nochmal zusammen. So, und den hier drehen wir jetzt nochmal. Der kann ja eigentlich nur so passen, ne? Achso, kann ich vielleicht den und den tauschen? Ja, okay, jetzt raff ich es endlich. Ah. So, also nochmal. Das und das. Okay. Mal kurz gucken, der ist es noch nicht. Den und den mal tauschen. Okay, was brauchen wir denn hier? Also das Ding ist ja wohl so Dreieck oder was? Das hätte ich natürlich wissen müssen, dass man das auch noch tauschen kann. Also, der hier passt. So, drüber muss etwas, was dreieckig passt. Von unten her. Sehe ich irgendwas Dreieckiges, das da hinten vielleicht? Nö. Der da sieht natürlich sehr geil aus. Als Ecke. Klar. Der ist sozusagen die Ecke von dem da hinten. Geht das? Ah ja. So, wenn ich das jetzt noch drehe. Noch irgendwo so ein Eckding. Das da sieht aus wie, auch so, aus wie eine Ecke, oder? Ja, das ist auch eine Ecke. So, und das könnte ja die Ecke von da unten sein, oder? Kann eigentlich von überall die Ecke sein. Das sind Ecken, das ist Ecke. Das Ding hier. Das da unten ist auch eine Ecke. So, und das hier. Das mal drehe. Ist keine Ecke, zumindest mal nicht von hier. Ja, ist ja gut. So, wir drehen das Ganze. Komm. Mann, im Moment passt nur das hier. Das ist wirklich ein bisschen frustrierend. Da oben muss ein Dreieck sein. Das und das tauschen wir jetzt mal kurz. So, und dann brauche ich eine dreieckige... Ich drehe das Ding. Könnte noch passen, aber... Glaube ich ja mal nicht. Nee, das passt auch nicht.
Also, ich brauche einen Klotz, der dreieckig und irgendwie so eine sechseckige Einsparung. Wie ist denn mit dem hier? Der hier. Und den mal kurz tauschen. Flup. So, dann drehen wir den nochmal. Vollkommener Schwachsinn, warum habe ich den denn ausgewählt? Naja gut, man kann ihn ausprobieren, klappt aber nicht. Alter Schwede, das ist echt nicht so trivial. Sorry, also das Ding ist hier sechseckig. Ne, was rede ich denn sechseckig? Also vierer Einsparung, das würde nicht passen. Das da würde aber passen, aber eine Ecke will ich ja jetzt nicht haben. Irgendetwas, was da so reinpasst. Das Ding könnte da reinpassen, ne? Ausprobieren. Geht nicht, ne? Das ist nicht gut. Was wäre denn mit dem Ding hier? Das Ding mal tauschen. Lass uns mal drehen. Geil. Okay, so. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich irgendwas mit Dreieck oben drauf brauche. Das ist doch schon mal gut. Das hier. Sorry, den da, Moment mal, den hier tauschen mit dem hier. Dann drehen wir den noch ein bisschen. Nee, so passt der nicht und so schon mal gar nicht. Okay, der ist es nicht. Obwohl der eigentlich ja gar nicht so schlecht aussieht, ne? Was haben wir noch? Es muss ja nicht zwangsläufig mit Dreieck oben drauf sein. Es könnte auch etwas sein, die drei passen. Also das Ding muss. Könnte so eine Aussparung haben. Es braucht zwei Aussparungen. Ne, der da könnte es sein. Hier, der hier. Tauschen mit dem hier. Flup. So, dann drehen wir den hier noch ein paar Mal. So. Könnte auch dann. Könnte was draus werden. Geil, passt. Okay. So, jetzt können wir das Ganze mal vertikal drehen. Jetzt mal gucken. Das Ding muss dreieckig sein. Tauschen wir mal durch hier. Der und der. Passt das? Geil, passt auch. Jetzt brauchen wir hier das viereckige. Das Ding da hinten tauschen wir mit dem hier. Und dann muss es gedreht werden. Psst. So, nee, das passt nicht. Viereckig. Sondern hier oben noch. Der da und der da. Aber wir tauschen einfach mal den mit dem. Und gucken mal, ob es schon reicht. Ein bisschen drehen. Könnte klappen, oder? Geil. Passt auch schon. Cool. So, wie sah es hier drüben aus? Da klappt noch gar nichts. Da brauchen wir oben viereckig. Könnte ja der hier sein, ne? Okay, drehen wir. Passt auch. Sehr gut. So, jetzt ist da hinten der hier gegen den hier. Und noch ein bisschen drehen, ne? Ups. So, ne? Passt auch. Geil. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Der gegen den da hinten. Tauschen. So, dann muss aber der hier noch gedreht werden, wenn das denn ist. Könnte klappen, ne? Ja, tut er auch. So, jetzt müssen wir noch mal gucken. Der hier. Gegen den da hinten tauschen. Mal gucken, ob das schon reicht. Nö,
Wir brauchen... Was brauchen wir denn? Also der hier steht schon mal irgendwie... Gedreht ist der schon mal falsch. Der muss ja... Der und der müssen auf jeden Fall getauscht werden. Genau. Und dann müssen wir noch die beiden tauschen, denke ich mal. Und dann muss der natürlich gedreht werden. So... Der müsste jetzt passen, genau. Und den da hinten müssen wir jetzt auch noch drehen. Geil, dann haben wir es geschafft. Na komm. Mal ein bisschen weiter drehen, ne? Komm, wir drehen es auch mal hier rum. So ein bisschen sauberer drin ist. It is a mold and it is ready for casting. Ja. The mold is prepared for casting. We just need to fill it with certain material. Sir Rodney has made a reconstruction of the mythical golden knife. He seemed unafraid of maledictions, and yet... Half a glass of water should be enough to create a plaster solution. So, bisschen rumrühren. So, und rein damit. Now let us see what we have here. Ach nee. Sag ich doch. This knife is very similar to that described by the coroner as the weapon that killed Sir Rodney. You should not leap to any hasty conclusions, Watson. Okay, wir haben mal eben einen durchgegossen. Abgefahrener Scheiß. Okay, also, mehr machen wir dann aber natürlich in der nächsten Session. Also, bis dann. Tschüss.